Ich zeige dir heute eine sehr coole Funktion in Logic Pro, mit der du deinen quantisierten Spuren den nötigen menschlichen Touch verleihen kannst und sie somit viel natürlicher klingen lassen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz zu Beginn, bevor wir anfangen, falls du neu in Logic bist, erst gerade mit Logic angefangen hast oder vielleicht von einer anderen DAW kommst und dich noch nicht so richtig wohlfühlst hier mit diesem Musikproduktionsprogramm, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic Pro für dich individualisierst kannst und wie du wesentlich schneller in Logic arbeiten kannst. Also heißer Tipp, unten im ersten Kommentar habe ich dir das PDF angepinnt, da kannst du dir es runterladen und jetzt geht's los. Die Funktion, auf die ich mich beziehe, ist der Groove Track. Das ist sozusagen eine Art Masterspur, die du festlegen kannst, die einen bestimmten Groove hat und der dann alle anderen Spuren folgen müssen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Drum-Track hast oder auch einen Bass-Track hast, kannst du diese als Masterspur festlegen und alle anderen Spuren folgen diesem Groove bzw. diesem Rhythmus. Das hat zum Vorteil, dass die ganze Sache nicht zu Tode quantisiert klingt, sondern sie folgen tatsächlich diesem zumeist menschlich eingespielten Instrument und damit klingt die ganze Sache viel natürlicher. Kurze Rede, langer Sinn, ich spiele uns einfach mal einen Groove ein. Du siehst jetzt hier in der DAW direkt die Drumspur, die habe ich direkt als Audiospur hier von V-Drums aufgenommen und jetzt habe ich noch ein paar andere Instrumente dazu eingespielt oder hatte die Spuren schon vorliegen und die hören wir uns jetzt mal so zusammen an, wie das klingt. Was du jetzt vielleicht gehört hast, ist, dass die ganze Sache ein bisschen holprig klingt. Warum? Weil ich hier meine Drumspuren nicht quantisiert habe. Das ist mein eigener individueller Groove. Alle anderen Spuren sind aber relativ gerade. Wenn wir das hier mal mit Klick nochmal probieren, hören wir noch kurz die Drums rein. Das ist also so ein bisschen so ein tenärer Groove, der ist ein bisschen laid back und shuffelt so ein bisschen. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel den Bass dazu nimmst, dann hörst du, dass der sehr, sehr gerade spielt. Das sind sehr, sehr gerade Sechzehntel und das passt nicht so wirklich gut mit den Drums zusammen. Und jetzt kommt hier die Groove-Spur ins Spiel. Um diese Funktion sichtbar zu machen, gehst du als erstes mal per Rechtsklick hier auf den Spurheader, auf irgendeinen, ist egal auf welchen, und dann hier auf Spurheader-Komponenten. Und jetzt siehst du hier unten Groove-Spur. Die aktivierst du einfach. Und jetzt siehst du hier schon links dieses Sternchen hier. Und auf welche Spur du jetzt klickst, damit entscheidest du, welches die Groove-Spur oder die Führungsspur, Masterspur sein soll. In unserem Fall sollen das natürlich die Drums sein, die ich jetzt unquantisiert eingespielt habe. Und jetzt habe ich diese Spur hier, V-Drums, als Masterspur festgelegt. Was jetzt wichtig ist noch ein bisschen, ist, dass du unterscheidest zwischen Audiospuren und MIDI-Spuren. MIDI-Spuren kannst du jetzt sofort anpassen, aber Audiospuren musst du erst per Flex-Time oder in den Flex-Time-Modus bringen. Deswegen öffnest du das hier oben. Und dann siehst du hier die Transienten. Und hier beim Bass würde ich jetzt hier zum Beispiel ja, Monophon wählen oder er hat es jetzt hier automatisch gemacht. Wir können mal gucken, ob das hier mit den Auswahl, ob das mit der Auswahl hier schon so passt. Und jetzt machen wir es mal so. Ich möchte jetzt zunächst mal, dass der Bass der Drumspur folgt. Das heißt, den Groove annimmt, sich auf den Groove von den Drums draufsetzt. Deswegen mache ich hier mal ein Häkchen. Und jetzt siehst du schon, dass er hier gearbeitet hat. Das heißt, die Spur hat sich jetzt hier verstellt. Das heißt, er passt jetzt hier an die Schläge an. Ich kann nochmal zurückgehen. So sieht es normal aus. Und jetzt wähle ich aus und über Flextime versucht er jetzt hier den Bass-Groove, dem Drum-Groove anzupassen. Jetzt schauen wir mal, ob es insgesamt schon ein bisschen stimmiger klingt, nur Drums und Bass. Und du hörst jetzt, der Bass groovt schon wesentlich besser jetzt als am Anfang. Ne? Wir machen das jetzt hier auch nochmal mit der Gitarre unten, weil die auch sehr rhythmisch spielt. Und die passe ich an. Und auch hier siehst du, dass er dann hier das etwas verändert. Und das E-Piano lasse ich erstmal. Hören wir mal jetzt rein, wie die ganze Sache jetzt klingt hier. Musik.
Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Überzeugt dich diese Groove-Spur hier? Hast du die schon mal benutzt? Hast du die Funktion überhaupt schon gekannt? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Und nochmal hier, ich finde das wirklich wahnsinnig gut, weil ich finde, dieser Track jetzt hier, dieses kleine Beispiel hier, klingt jetzt überhaupt nicht quantisiert, weil du könntest jetzt hier natürlich auch über die vielfältigen Quantisierungsmöglichkeiten hier diese typischen 32. Triolen oder Swing-Optionen auswählen, aber ich finde, es klingt dann immer und sehr, sehr oft, auch gerade bei modernen Produktionen, klingt das immer sehr, sehr oft komplett zu Tode quantisiert. Und deswegen finde ich es wirklich schick, wenn du das an einem natürlichen, unquantisierten Drum-Groove, an den individuellen Groove des Drummers sozusagen oder von irgendeinem anderen Instrumentalisten anpassen kannst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, hoffe, der Quick-Tipp hier hat dir weitergeholfen. Schick dir ganz viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!